Hallo liebe Bierfreunde, Freunde und Fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Was haben wir heute auf dem Gartentisch, Freunde? Ja, wir beginnen so langsam mal, würde ich sagen, mit der Lidl-Woche bzw. mit den Lidl-Craft-Bieren, Lidl-Aktionsbieren, wie auch immer, die ich da mitgenommen hatte vor anderthalb Monaten. Und ja, jetzt ist es an der Zeit, wo wir einfach mal starten werden. Ich habe mir mal ein paar Flaschen kalt gestellt und beginnen möchte ich ganz gerne hier mit diesem, ich glaube, tschechischen Vertreter müsste es sein. Und zwar das Argus 11 Premium Original mit 4,8% Umdrehungen. Gebraut in der Tschechischen Republik. Ja, kommt hier in so einer schönen Flasche daher, hier oben schön foliert. Und was haben wir da drin? Trinkwasser. Ist ja auch nicht schlecht. Steht das, das ist ja auch toll, oder? Steht nicht Wasser, steht Trinkwasser. Ist ja schon mal gut, dass es kein Abwasser ist. Ne? Also Trinkwasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenerzeugnisse. Hopfenerzeugnisse, für die, die nicht wissen, was das ist, ist ein anderes Wort, ein Synonym, wenn man so will, für Hopfenextrakt. Genau, so. Jo, alles klar. In Pracha 1. Da ist es anscheinend, da kommt es her, die Ortschaft Pracha. Ja, und da ist auch nochmal ein Lidl-Logo drauf. Also scheint auch extra so für Lidl hierher gebracht worden zu sein oder wie auch immer. Ich halte es mal rein, so schaut das Ganze aus. Es ist allerdings immer so dunkel. Warum ist das so dunkel? So, jetzt ist es besser. Ich muss die Flasche ein bisschen anders halten. So, ich habe erstmal Bierdurst, Leute. Wisst ihr das? Da machen wir mal auf hier. Also, so. Ach, das hat gut geklappt. Die Kapsel ist nicht bedruckt. Ist einfach nur die Folie rum. Können wir sie auch gleich mal entsorgen. So, Freunde, dann schauen wir mal. Entspannungsverdampfung kommt ein bisschen raus. Ja, eher unterdurchschnittlich. Und ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Mach mal einen mittleren Einschank. So, ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. So, was haben wir denn da? Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Finde ich schön. Zwei Fingerbreite Blume, feinporig bis mittelporig so in etwa, recht kompakt, recht stabil das Ganze, das sehe ich jetzt so schon. Eher größere Luftbläschenkonzentration, die oben drauf ist, keine Kraterbildung. Und wenn wir das Ganze schwenken tun, sehen wir auch schon, da sind ordentlich Proteine drin, bleibt schön an der Glaswand haften. Ich würde sagen, mit geschultem Auge, 90 Sekunden Standard, wird das Blümchen dort im Glas stehen bleiben. Schaut mal selbst, sieht doch sehr stabil aus, sehr kompakt, eigentlich sehr, sehr schön. So, was haben wir denn dann so im Glas hier? Was schauen wir mal? So, haben wir erstmal ein bisschen was Dunkleres. Also da sind auf jeden Fall schon mal ein paar dunklere Malzsorten, sage ich mal, verwendet worden. Im Farbspektrum selbst, würde ich sagen, geht es schon deutlich ins Orangene tatsächlich rein. Also hier von einem Getreidegold zu sprechen, naja, Getreideorange, überreif, ne? So könnte man es wohl eher, denke ich mal, beschreiben. Ansonsten ist es schön tief, ist alles andere als wässrig. Das finde ich schon mal schön, das filtriert natürlich. Und ja, Karbonisierung eher durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Es gibt ein paar Perlchen, ja, die perlen ab, aber das Ganze ist eher so ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener. Ist jetzt also von der Optik her zumindest jetzt nicht ganz so spritzig. Ja, finde ich erstmal soweit von dem Aussehen her, von der äußeren Erscheinung sehr, sehr schön. Ich finde, ein bisschen mehr Perlung hätte sein können, ein bisschen mehr Kohlensäure für die Optik, aber so sieht es schon sehr, sehr gut aus. Macht mir Appetit. 5 von 5, / 6 möglichen Punkten ist es mir dann auch tatsächlich wert für die Optik, für die Ästhetik. Stellt der Wirt mir dazu hin, sag ich, komm, geh schon mal los, zapf das nächste, Biersüffler hat Bierdurst. Also deswegen passt das schon mal. So, dann wollen wir mal ein bisschen anschnuppern. Oh ja, die Farbe täuscht nicht. Da ist auf jeden Fall schön erstmal, ne, der Fokus auf den Malzkörper gelegt. Ja. Sehr liebliches Bouquet tatsächlich. Es ist so richtig so dieses wow, floral-liebliche, was einem da so entgegenschießt. Richtig schöner, ausgeprägter, süß-lieblicher Malzkörper. Ja, so trifft es, glaube ich, am besten. Ja, okay, gar nicht mal schlecht. Finde ich gut. Und was man auch rausriecht, es ist tatsächlich tschechisches Bier. Ich weiß auch nicht, ich finde tschechische Biere, die riecht man immer sofort raus. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist einfach so. Noch eher als polnische, finde ich. Ja, ich mag's. Finde ich sehr, sehr schön. Auch im Hintergrund riecht man da noch so eine leichte Fruchtnuance raus. Finde ich auch gut. Durchaus vielleicht Aprikose auch in diese Richtung. Ja, durchaus süße Früchte. Finde ich sehr, sehr schön. Grasigkeit oder Hopfennoten. Erstmal rieche ich da gar nichts. Nee, also scheint ein bisschen milder zu sein. Naja, würde ich sagen,
Freunde, genau, jetzt kommt der Antrunk. Habt ihr Bock drauf? Ich auf jeden Fall. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh, schön. Schön getreidig. Oh ja. Oh ja. Ach genau, sowas hatte ich jetzt Bock gehabt. Schön. Oh doch. Also, der Antrunk. Ja, was soll ich sagen? Erstmal ein sehr erfrischendes Bier. Das finde ich schon mal gut. Es ist jetzt nicht so schwer. Es ist eher so ein bisschen was Leichteres. Durchaus, was man jetzt auch in der wärmeren Jahreszeit durchaus sehr, sehr gut zwischendurch mal trinken kann. Finde ich schon mal super. Von den Attributen her haben wir es hier ganz klar mit einem Hybriden zu tun, wie so oft. Auf der einen Seite ein dynamisches Bier, was einen guten Zug drauf hat, was gerne auch im Biergarten getrunken werden will und kann, logischerweise. Und auf der anderen Seite aber auch eher so ein bisschen, ja, was Gemütlicheres. Kannst du durchaus ein bisschen länger auf der Zunge behalten, ein bisschen mit rumspielen. Da gibt es garantiert auch nochmal ein paar Nuancen frei. Also in diesem Sinne ganz klar von den Attributen her Hybride. Von den Aromen her habe ich schon erwähnt, beim Antrunk, das erste, was einem sofort auffallen wird, mein Gott, das ist aber ein Malzkörper, ne? Der ist so richtig schön getreidig. Das kommt hier tatsächlich schon mit, wenn wir jetzt wieder mal ein Referenzbier aus dem Zauberkästchen holen wollen, würde ich sofort nach Thüringen blicken. Jetzt wisst ihr schon, was kommt, richtig, das Thüringer Luther Reformationspilz. Das hatte nämlich auch so einen richtig schön ausgeprägten Getreidekörper, Malzkörper drin, was so schön nach Getreidesilo geschmeckt hat. Ne? Und genauso in diese Richtung geht das auch. Allerdings, sage ich mal, mit einer eigenen Note, mit einem eigenen Charakter. Vielleicht nicht ganz so aufgesetzt. Ja, eher so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal fast schon bodenständig, würde ich fast schon sagen. Fruchtnuancen konnte ich jetzt beim Antrunk nicht rausschmecken. Hopfennuancen tatsächlich auch nicht. Alles zusammengefasst vom Antrunk her sehr positiv, hat man auf jeden Fall Lust auf mehr, ganz klar. Aber bei welchem Bier nicht? Na gut, es gibt tatsächlich ein paar Ausnahmen, da hat man keinen Bock mehr. Aber so, ganz passt das schon. So, wollen wir mal noch ein zweites nehmen hier. Ein bisschen Biologie betreiben hier wieder. Ja, ich würde mittelgroße Schlucke nehmen, also jetzt nicht zu übertrieben groß, aber auch nicht zu kleine. Sondern so ein richtig schöner Durchschnitt, dass der Mundraum halt gut gefüllt ist. Und ich glaube, da breitet es sich tatsächlich auch am besten aus. Ja, ganz klar, der Malzkörper bringt ordentlich Lieblichkeit mit bis in den Körper rein. Also die Textur lebt im Prinzip von diesem Malzkörper. Das ist so richtig schön lieblich, leicht nussig vielleicht, so in diese Richtung geht es. Und ja, kernig, wo ich halt auch immer ganz gerne sage. So richtig schön, so wie nasses Getreide, halt ein Malzkörper, wie man es sich vorstellt. Wenn man jetzt überlegt, so diese karamellisierten Noten, die vom Malzkörper ausgehen, wie zum Beispiel bei dem Breznak, was wir schon mal, oder mein Favorit tatsächlich ist von den Billigbieren, Breznak, da muss ich sagen, finde ich dieses Breznak noch ein bisschen, na, ich sag mal, ein bisschen kräftiger karamellisiert. Ja? Das ist eher so ein bisschen hier so ein Gang zurück, also ist ein bisschen schwächer ausgeprägt. Fruchtkörper, den kann man rausriechen, man kann ihn tatsächlich auch rausschmecken. Der verbirgt sich so ein bisschen, sage ich mal, im Hintergrund, aber auch hier, wie ich schon gesagt habe, eher so gelbe, liebliche Früchte. Ja, vielleicht Pfirsich sowas in diese Richtung, Aprikose, so, also ganz dezent auch. Ja, also ist nicht sehr stark ausgeprägt, sondern nur so ganz leicht. So finde ich eigentlich ganz gut, sehr, sehr angenehm auch. Hopfigkeit hinten, Floralität nach hinten raus. Da ist eine leichte Herbe wahrnehmbar, aber auch eher gediegen. Ich sage jetzt mal so wie ein mitteldeutsches Pilz etwa. So in diesem Bereich halten wir uns auf. Also wenn ihr jetzt meinetwegen einen Vergleich haben wollt, ja, nimm das Bitburger, nimm das Krombacher von mir aus noch mit rein. Und dann hast du ungefähr so die gleiche Hopfenherbe, die da so mit drin ist. Also es ist eher so minimal, ja, also ist ein bisschen herb, ein bisschen so Floralität ist da drin, aber alles andere als grasig oder gar heuig, strohig, sondern erstmal so richtig schön lieblich ausgeprägt, was halt in der Gesamttextur sehr, sehr gut passt zu den anderen Komponenten, die da in der Rezeptur drin sind. Ja, da machst du nichts falsch, also da kann ich mir sogar wirklich einen richtig schönen Bierabend vorstellen mit, für den Preis, super. Sehr intensiver Malzkörper. Malzkörper und Fruchtigkeit. Das ist das, wo dieses Bier von lebt in der Textur. Ich finde es harmonisch abgestimmt. Alkoholkante merke ich übrigens nicht. Aber ich mag ja tschechische Biere generell. Die schmecken mir eigentlich immer alle recht gut. So, deswegen nehmen wir doch gleich nochmal einen Schluck.
können wir uns noch mal eine Runde um die Bewertung, ja, drücken. Da kann man nicht immer noch mal schön Nachtrunk nehmen hier. Der Schaum ist übrigens auch sehr, sehr angenehm auf der Zunge. Ja, das ist richtig schön fluffig. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Gut, Freunde, bewerten wir mal das Ganze. Ich bin da absolut fair. Also ich finde das absolut super. Eine sehr, sehr gute 4 von 5 / 6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. Theoretisch könnte man auch 5 Punkte geben, aber übertreiben wir mal nicht. Ich mache mal 4 plus, ja. 4 plus, das ist schon so, wo ich sagen kann, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr im Lidl seid, nehmt es euch auf jeden Fall mal mit, da macht ihr nichts falsch. Lernt da mal ein bisschen die tschechischen Biere kennen. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst einfach mal ein Abo da. Ich würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.